Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 428. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei der Basti. Gute und Grüße. Und der Marvin. Hallo, ihr Füchse und Schlawiner. Füchse und Schlawiner. Heute so ein bisschen Retro-Feeling. Wir sind hier in trauter Dreisamkeit. Die anderen haben sich alle irgendwie davon gestohlen oder haben Alternativtermine. Und wir wollen deswegen hier mal heute so ein bisschen den Laden rocken. Steigen aber ganz klassisch natürlich mit einem Housekeeping ein und wir sind auch ohne den Gewinn von 6 Titeln total auf dem Boden geblieben und möchten uns bedanken bei den Menschen, die uns hier Woche für Woche, Monat für Monat unterstützen, und deswegen stellvertretend geht der Dank raus an Mirza, Marius, Lukas und Stefan, der heute noch mit einer gigantisch großen Spende um die Ecke kam und geschrieben hat, alles was er so an Stadionbiergeld eingespart hat, hat er jetzt mal so in unsere Richtung geworfen. Vielen, vielen Dank. Stellvertretend an euch für alle anderen. Wir werden das sicherlich sehr sinnvoll investieren und machen vielleicht irgendwie Heimbier trinken oder sowas. Überlegen wir uns da was. Mal gucken. So, jetzt wollen wir aber auch über Fußball reden. Am Wochenende die Eintracht gegen die Bayern. War ja auch so ein bisschen schwierig von den Voraussetzungen am Anfang. So fehlte wegen der 5. gelben Karte. Dann hatte sich ja kurz vorher angekündigt, dass Durm und Silva tatsächlich nicht im Kader sind. Beide waren ja so ein bisschen angeschlagen. Stattdessen dann Jovic von Beginn an. Und ich würde mal so grob sagen, man hat die Wechsel nicht wirklich wahrgenommen, oder? Marvin? Das war schon krass. Also ganz ehrlich, du sprichst es an. Ich hatte wirklich gedacht, okay, klar, ne? Jovic, geiler Typ. Brauchen wir nicht drüber reden. Ich bin so froh, dass er da ist. Die Absurdität des Ganzen, dass wir überhaupt, wenn Silva ausfällt, jemanden wie Jovic in der Hinterhand haben, ist unfassbar. Muss man überlegen. Dafür, dass momentan Corona ist, dafür, dass momentan alles auch finanziell schwierig ist, ist krass. Trotzdem habe ich gedacht, okay, naja gut, Silva war halt momentan, der hätte es sich ja mehr als verdient gehabt. Und dann ist es aber so, dass auch, selbst wenn Jovic natürlich nicht dieses vordringlich krasse Spiel macht, ist es aber trotzdem so, dass die Mannschaft einfach als Ganzes so gut besteht gerade. Ja, und das finde ich schon, das muss ich schon sagen, finde ich krass. Also wenn du dann halt siehst, okay, dann macht halt Jovic mal kein Tor, dann ist halt Kamada wieder da. Und wir müssen ja gleich über die Einzeltore noch sprechen. Aber die gesamtmannschaftliche Leistung, die ist als unfassbar zu bewerten. Und ich muss echt sagen, für mich war es ja tatsächlich auch so. So war ja genauso, dass er echt jemand ist, der sich ja dieses Spiel komplett verdient hatte. Und es geht halt nicht, ne? Ja, gelbe Karte, so ist es halt. Aber es funktioniert. Es funktioniert, es läuft. Durm war nicht da, wurde auch mit einem sehr guten Touré ersetzt. Das ist momentan eine mannschaftliche Leistung, die mich echt zum Staunen bringt. Ja, ihr habt's gesagt, weil am Anfang hast du wirklich das Gefühl gehabt, wir haben ja auch immer hier wieder drüber gesprochen, so von wegen, boah, es läuft ganz gut, aber da dürften halt nicht so viele Leute ausfallen. Mhm. Und jetzt sind wirklich, das waren wirklich zwei Stützen, wie du es gesagt hast. Also das mit So und Silva waren zwei der herausragendsten Spieler in den letzten Monaten. Dann sind die nicht da und dann hast du halt schon gedacht, wer weiß, ob dieses ganze Konstrukt dann so weiter funktioniert. Weil wir hatten ja zum Beispiel auch dieses Spiel in Leverkusen im Pokal, wo Younes dann ausgefallen ist und du komplett eine andere Mannschaft gesehen hast irgendwie. Und die Befürchtung hatte ich natürlich auch gerade gegen Bayern, wo du auch in voller Kapelle Befürchtungen hättest haben können, dass die Bayern ja angeschlagen genug sind nach so einem 3-3 gegen Bielefeld, dass die sich genug konzentrieren, um die Eintracht zu besiegen. Aber was dann passiert ist, war tatsächlich so, dieses Spiel sah so aus wie die meisten Spiele von der Eintracht. Du sitzt da vorm Fernseher und guckst dir das Spiel an und denkst nach der ersten Halbzeit, oh Gott, hoffentlich hat die Eintracht nicht ein Tor zu wenig geschossen. So, also die Eintracht hätte ja, da. Ist richtig, ohne zu übertreiben, hätte die Eintracht genauso wie gegen Köln, genauso wie in manchen anderen Spielen, auch 3-4-0 führen müssen. So, also du hättest mindestens 3-0 führen müssen, wenn du deine Chancen ganz normal nutzt. Und das gegen Bayern war dann schon krass. Also diese erste Halbzeit war herausragend. Wir brauchen jetzt wahrscheinlich auch so lange wie in den letzten Wochen nicht für dieses Spiel besprechen, weil du hast so viele Szenen da drin, die du herausgreifen könntest, und so viele Spieler, dass das einen in der ersten Halbzeit echt weggehauen hat. So, also du warst wirklich krass emotionalisiert durch die verschiedensten Sachen. Vorm Spiel können wir anfangen, die Aktion, die die Eintracht gemacht hat, mit den Aufwärmtrikots im Gedenken der Opfer von Hanau. Das war ein emotionaler Moment. Dann hast du dieses Spiel, dass Younes diesen Pass durch die zwei Verteidiger spielt und Kostic so das 1-0 einleiten kann. Und dann, ja, glaube ich, wirklich der Moment des Spiels war dieses Younes-Tor plus dem anschließenden Jubel, glaube ich.
Ey, du sagst es auf jeden Fall. Komplette Eskalation, ehrlich gesagt, ne? Kompletter, also Überfluss der Emotionen, muss man tatsächlich sagen, ne? Also dieses Tor und dann die Message. Du hast ja gesagt, also am Ende war es ja auch schon vor dem Spiel so. Ich meine, am Montag wurde es ja im Heimspiel auch gesagt von Peter Fischer, es wird eine Aktion geben, es wird Shirts geben. So. Aber dann wartest du und du siehst es dann, wie es wirklich passiert. Ich muss ja auch sagen, dass die Eintracht ja nicht nur in Anführungsstrichen das gemacht hat, sondern die Namen der Opfer von Hanau standen auch im Stadion, ne? Wurden ja auch auf den Rängen auch verteilt. So, du denkst ja, okay, krass. Also die Eintracht macht momentan einfach extrem viel, nicht nur sportpolitisch, nicht nur sportlich, sondern einfach auch gesellschaftlich sehr, sehr viel richtig. Und dann geht es halt noch weiter. Und dann ist es krass, ist, was du eben angesprochen hast mit Younes, dann macht er dieses Tor. Und ganz ehrlich, ich wüsste nicht, ob ich in diesem Moment daran denke. Ich wüsste nicht, ob ich es einfach komplett vergesse, weil ich gerade einfach nur total euphorisiert bin, dass ich mal gegen die Bayern getroffen habe. Na, zum Glück, also hat er auch einen besseren Schuss, der schießt auch bessere Elfmeter als ich. Macht auf jeden Fall ist das alles wesentlich besser. Aber, ja, aber auch dieses Tor, ich finde, was man da nochmal betonen muss, ja. Klar, gegen Bayern ein Tor, das 2-0, aber dann auch auf diese Weise. Also da könntest du ja trotzdem erstmal andere Gedanken haben, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. So wie du es gesagt hast, da musst du erstmal denken, ach du lieber Himmel, dieses Ding schlägt halt hinten ein. Und das fand ich auch, und du hast es mit emotionalem Overkill, glaube ich, echt gut beschrieben. Das war dann, in dem Moment war mir das zu viel. Ja, ja gut, also ganz ehrlich, ich muss dir wirklich sagen, ich habe das irgendwie so genossen, und habe gleichzeitig die Schwere, auch die auf dieser ganzen Situation gelastet hat, die auch, ich meine ganz ehrlich, wir müssen sagen, was im letzten Jahr passiert ist und wie die Eintracht auch jetzt damit umgegangen ist, wie erinnern wir uns, als wir im Stadion waren, das habe ich letzte Woche ja schon gesagt, als wir im Stadion waren, einen Tag nach Hanau, wie ein Mann dieses ganze Stadion gestanden hat, wie Nazis rausgesungen wurde, wie ganz klar, also so ein markanter Moment uns alle zusammengeschweißt hat. Ja. Und jetzt waren wir als Fans nicht da und trotzdem kriegt die Eintracht das hin, auch hier diesen gesellschaftlichen Weg einzuschlagen und festzuschlagen. Das finde ich, das war ganz, ganz toll. Und wie gesagt, dass Younes das dann auch noch gemacht hat, ist herausragend. Wir dürfen auch nicht vernachlässigen. Es gab tatsächlich auch Nachfragen, wie das mit den Shirts ist. Was passiert mit den Shirts? Auch, glaube ich, weil wir die Nachfragen auch weitergeleitet haben an die entsprechenden Stellen, ist es jetzt so, dass die Shirts an die Opferfamilien gegeben wurden, was ich auch krass finde. Also du merkst, Zeichen ist, ja. Es passt gerade alles zusammen. Und das war ein unfassbarer Moment. Ich glaube, ich hätte wie ein Schlosshund geheult im Stadion, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ja, bei mir hat die heimische Couch ausgereicht, glaube ich. Ja, definitiv, ja. Das kann ich verstehen. Es war, wie, ja, ihr habt es gesagt, das sind sehr, sehr viele Emotionen in einen Moment gepackt. Plus, was man nicht vergessen darf, ist, dass du, wie du hast du gesagt hast, dass man halt auch nicht dabei ist. So, also das kommt auch noch dazu. Das ist trotzdem so ein Gedanke, den du hast. Diese Corona-Saison, wir haben unglaublich oft drüber gesprochen, dass man nicht weiß, wie man das aufnehmen wird. Und dann hat man sich dran gewöhnt, aber also wirklich dann doch nicht. Dann war dieses Jovic-Tor gegen Schalke, wo du schon irgendwie das Gefühl hattest, oh Gott, stell dir mal vor, was da jetzt im Stadion los gewesen wäre, weil du vor diesem Spiel diesen Moment mit dem verstorbenen Eintracht-Fan auch hattest, wo die Eintracht auch eine gute Aktion gemacht hat. Das heißt, es gibt sehr, sehr viele Emotionen, die im Stadion hätten stattfinden können, die jetzt irgendwie dann im privaten Raum stattfinden, wo du die halt auch nicht angemessen rauslassen kannst. Also das muss ich sagen, das spüre ich bei jedem Spiel, was wir schauen, dass ich mich natürlich freue und den Jubel rauslasse und meine Nachbarn wahrscheinlich denken, liebe Zeit, was ist hier los? Aber so wirklich ein Ersatz ist es ja nicht so. Also Marvin und ich schreiben uns ja dann auch oft bei WhatsApp so, aber weiß ich nicht. Also ich hätte dann lieber das Handy gegessen, anstatt Marvin bei WhatsApp zu schreiben. Also es ist wirklich so eine Sache, wo du denkst, so ganz kannst du es nicht rauslassen und umso besser ist es wahrscheinlich, wenn wir hier nochmal drüber sprechen. Ja, es ist, wir müssen drüber sprechen und ich finde es auch wichtig und finde es auch gut und es, ja, es nimmt auch so ein bisschen, es nimmt uns dann nochmal mit, ja. Und ich glaube tatsächlich, ich bin einfach sehr froh. Ich muss sagen, ich bin sehr froh und dankbar, dass die Eintracht als Verein das momentan so nicht nur, weißt du, es ist ja immer so eine Sache. Das wird nicht nur einfach weitergegeben, sondern das ist verinnerlicht. Das, was die Eintracht da tut bei Hanau, dass sie sich auch, nicht nur Hanau, dass sie, wenn es um Antisemitismus geht, auch klar Farbe bekennt, dass sie eine klare Haltung hat, das ist in diesem Verein komplett gewachsen. Und dass das dann, dass mehrere Dinge dann so ineinander fließen, ist einmalig, ist krass, dass wir gerade in all dieser schwierigen Zeit etwas haben, auf das wir uns Woche für Woche freuen können und mit dem wir in ganz, ganz wenigen Bereichen unseres Lebens gerade wirklich zufrieden sind. Denn es läuft halt vieles sehr problematisch. Wir brauchen nicht über die ganze Corona-Situation sprechen, Verteilung, dies, das, was alles falsch läuft. Aber wenn du an diesem Wochenende ankommst, ja, und dann freust du dich, du hast die Eintracht,
die nicht nur so tut, als würde sie das ernst meinen, sondern die meinen das echt ernst mit diesem gesellschaftlichen Engagement. Und sie spielen noch gut und du bist einfach für 90 Minuten oder ja, oder für diese Zeit, 95 Minuten, dies, das, bist du dann einfach gerade in der heilen Welt. Es ist absurd, dass gerade die Eintracht, die wir vor 10 Jahren, vielleicht 15 Jahren, hätten wir gedacht, okay, die bringen uns noch mehr Leid. Momentan ist es nicht so. Es ist irgendwie eine ganz merkwürdige Mischung, aber ich muss mal echt sagen, ich freue mich gerade, dass es so ist. Ja, ist richtig. Also alles in allem ist das gerade sehr viel, was man da emotional verdauen muss, aber einfach auch gerade, was das Spielerische angeht, mit sehr viel Freude dann auch versehen. Genau, lasst uns doch auch genau nochmal dabei bleiben, denn das ist ja auch diese, Basti hat es ja schon gesagt, wir müssen auch diese einzelnen Momente nochmal reinbringen. Basti hat ja vorhin auch gemeint, wir hätten ja 3-0 führen können. Ich meine, Touré hat die Chance, macht sie nicht und dann steht es nur 2-0. Beziehungsweise, ja, das, und dann denkst du, okay, alles klar, wir müssen jetzt gerade 3-0 stehen können, wie absurd ist das denn? Aber die einzelnen Mannschaftsteile, wir müssen sie ansprechen, denn natürlich, wir müssen auch über die Qualität eines Younes sprechen, der momentan, und das ist mir ehrlich gesagt komplett egal, wenn jetzt irgendjemand kommt und sagt, ja, von wegen deutscher Nationalmannschaft, interessiert mich gerade nicht. Der soll seinen Schuh, den er bei uns gerade spielt, weiter so spielen. Aber auch so ein Typ, wir dürfen nicht nur die sportliche Komponente bei ihm betrachten, sondern auch, wie er wirklich Teil dieses Vereins in der schwierigen Zeit geworden ist. Ja, ich meine, der stellt sich wirklich vor diese Eintracht und dann antwortet Stefan Reich bei Twitter. Das finde ich halt auch ganz geil. Auch eine geile Nummer, ja. Genau, also Stefan Reich hatte ja einen Beitrag auf hessenschau.de war es, glaube ich, geschrieben, ne? Genau. Wo er ihn so ein bisschen mit so einem, ja, wo er halt sagt, dass Younes halt eben da auch eine gewisse ja, Art und Weise des Spiels verkörpert und hat das so ein bisschen mit Fensterrentnern verglichen und Younes antwortet halt einfach drauf und sagt von wegen, hey, das ist ein, der, was es gut zusammenfasst. Also es ist halt echt einfach großartig. Du merkst halt einfach, der Kerl hat Bock, Fußball zu spielen. Also das, wo er ja auch anfangs mal gesagt hat, warum er zur Eintracht kommt, weil er halt einfach mal wieder Lust hat, Fußball zu spielen. Ich finde, das siehst du ihm halt auch einfach an und dass er halt auch einfach mal Dinge probiert. Überlegt allein die Dreistigkeit zu sehen, dass ein Neuer da so 5, 6, 7 Meter vorm Tor steht und halt einfach mal sagt, komm, ich versuche jetzt einfach mal so einen Chipball aus 60, 65 Metern Entfernung. Wer weiß, vielleicht funktioniert es ja. Also das, dann wäre es vorbei gewesen, glaube ich. Also ich glaube, wenn das Ding reingegangen wäre... Wenn dieser Ball noch eingeschlagen hätte, dann wäre ich, glaube ich... Ja, aber allein das Selbstvertrauen und den Bock, den du hast, da halt irgendwas zu machen, dass du es halt einfach versuchst. Ich meine, jeder andere hätte vielleicht gesagt, komm, ich spiele irgendwie einen weiten Pass in die Spitze und hoffe, dass da einer macht. Nee, komm, ich probiere es halt einfach mal. Was kann denn schon passieren? Ja, das ist halt... Ja, ich finde auch gut, dass wir das alles auch, ja, dass wir das alles zu schätzen wissen. So, weil Marvin hat es gesagt, die Zeiten sind nicht einfach und natürlich dürfen wir nicht im Stadion sein, aber es hilft ja auch nichts. Wir können es eh nicht ändern. So, also wir können nichts machen und dann, wenn dann positive Sachen passieren, sollte man die auch auskosten, glaube ich. Und wir haben das, glaube ich, schon mal gesagt, als die Büffelherde noch hier gespielt hat, wo wir gesagt haben, Leute, so drei Stürmer werden hier so schnell nicht mehr zusammenspielen. Lass uns das genießen. Und für diese Zeit gerade gilt es auch. Also für diese Mannschaft gilt es auch, weil wer weiß, was im Sommer ist, wissen wir alle nicht, in allen Bereichen, also so, glaube ich, so eine große Unsicherheit, was überhaupt im Sommer ist, hat man noch nie, so, also klar, unsere größten Sorgen im normalen Frühling waren immer, oh Gott, wer spielt im Sommer noch bei der Eintracht, wer geht weg, wo geht der, wen holen wir, blablub. Jetzt ist es halt so, dass du wirklich komplett Unsicherheit spürst, auch im Privatleben und beruflich und ja, was weiß ich, was im Sommer ist. Plus das kommt noch dazu, deswegen ist, glaube ich, umso wichtiger, einfach in der Gegenwart zu leben und zu denken, ey Leute, die Eintracht hat fucking 42 Punkte. Die Eintracht, ich wollte gerade sagen, also ganz oft, Punkte, wenn ich auf das Sportliche gucke, dann war zu dem Zeitpunkt ganz oft noch so unsere Sorge, lass mal die 40 Punkte erreichen, damit wir safe in der Liga irgendwie drin bleiben. Ja. Und jetzt sind wir halt einfach diese x Spieltage vor Ende. A, bei 42 Punkten, B, sind wir halt auch in so einer Range, wo halt nach oben noch ein bisschen was geht und nach unten da halt auch irgendwie so ein bisschen Luft da drin ist. Also es ist halt so komplett surreal. Ja, weißt du, wie ich mich ärgere, dass Wolfsburg die ganze Zeit gewinnt, weil ich eigentlich ganz gern Dritter geworden wäre, gerade so nach diesem Spieltag und dann ist es so, dass gewinnst du gegen die Bayern und bist immer noch auf der 4. Ja, ich weiß, eine Tordifferenz, aber selbst das ärgert mich gerade. Also es ist ein absurder Situation. Ja, nicht nur dich. Ja? Ich habe am Ende auch drauf geguckt und denke so, wegen diesem einen fucking Tor sind wir jetzt Vierter und nicht Dritter. Das war mein erster Gedanke danach.
Ja, und dann freust du dich, dass Leverkusen nur unentschieden spielt gegen Augsburg. Normalerweise vor, keine Ahnung, vor einem Jahr hätten wir uns gefreut, wenn Leverkusen gewonnen hätte wahrscheinlich. Ja. Ja, weil dann wäre Augsburg weiter weg gewesen von uns. Heute wäre es am besten, können wir irgendwie heute wäre es andersrum. Haben oder andersrum, ja, genau. Ja. Also es ist richtig absurd. Aber es zeigt natürlich auch, und das müssen wir auch nochmal ganz klar sagen, wie die Entwicklung der Eintracht in den letzten Wochen, Monaten einfach ist. Ich meine, wir haben sie zu Recht, muss man trotzdem, ich finde trotzdem, dass man auch sagen kann, dass wir Teile zu Recht angesprochen haben, die problematisch waren, dass Ilsanker vielleicht am Anfang nicht so optimal war, nicht so in diese spielerische Mannschaft gepasst hat. Heute, wenn er reinkommt, macht er genau den Job, den er machen muss. Also er passt auch gut ins Korsett wie viele andere Spiele, aber eine spielerische Weiterentwicklung hat stattgefunden, die im Endeffekt darin mündet, dass wir mittlerweile einen Younes sehen. Und ich glaube noch nicht mal, dass Younes gerade on peak an seiner Leistungsfähigkeit ist. Ich glaube, da geht tatsächlich noch mehr. Aber wir merken, wie er sich wohlfühlt. Und wenn ich dann andere Spieler sehe, die sich wohlfühlen, das macht mir einfach echt Freude. Was ist denn los mit Hasebe beispielsweise? Also das, wie kann man denn in dem Alter denn immer noch so wunderbar sein? Und wir reden gar nicht mehr über die Verteidigung. Ja, natürlich haben wir ein Gegentor kassiert. Richtig. Wir haben ein Gegentor kassiert. Das ist in der normalen Drangphase passiert, nach der Halbzeit, wo die Eintracht ein bisschen geschwommen hat, wo ich auch mal ein paar Experten befragt habe, womit es so ein bisschen zusammenhängt. Und mir wurde gesagt, und das ist mit einem Nachhinein auch nochmal eingeleuchtet, weil ich habe nur gesehen, dass sie geschwommen haben, aber ich wusste nicht genau, warum. Und dann ist mir aufgefallen, beziehungsweise wurde mir das auch glaubhaft vermittelt, und das habe ich dann nochmal nachgeprüft, und das war ganz spannend, dass halt in dieser Zeit, in der die Eintracht so geschwommen hat, sowohl Kostic als auch Touré beide defensiver waren. Und diese Defensive, also dadurch, dass beide defensiver waren, hat es die Ordnung hinten ein bisschen durcheinander gebracht, weil normalerweise wussten Tuta, Hinteregger und Ndicka genau, wie sie das abfedern. Und plötzlich war es aber so, die wurschteln dann selber mit hinten rum. Und das hat ein bisschen mehr für Unsicherheiten gesorgt. Dadurch, und dann musste Hinteregger mal eine Ansage machen, und dann sind die beiden, die eh weiter vorne rumwurschteln, sind dann wieder nach vorne rumgewurschtelt, und dann ging es auch plötzlich wieder. Natürlich fängst du es 2-1, aber trotzdem war das auch für diesen Abwehrverbund, der noch nicht so lange besteht, mit Tuta, Hinteregger und Ndicka, extrem, extrem gut. Und das ist auch schon eine richtige Qualität. Ja, du merkst halt dann auch dann einfach, dass die Zuordnung in dem Moment nicht so gut stimmte. Genau. Mhm. Ja, aber ist ja auch wichtig, dass dann jemand da ist, A, der das erkennt, und B, dann halt eben auch in der Lage ist, so eine Ansage zu machen. Und ich finde auch gerade Hinteregger, du hast es angesprochen, hat da halt auch diese Rolle, finde ich, ganz gut angenommen, des mittleren Manns in diesem Dreier-Defensivverbund, der halt eben dann auch diese Ansagen machen kann, wo dann auch drauf gehört wird. Also das ist halt auch so ein wichtiger Punkt, ja, dass wir auch da diese Weiterentwicklung einfach auch gemacht haben nach dem Abgang von Abraham, dass das alles so super funktioniert. Ja, Marvin hat auch die Abwehr angesprochen. Ich habe vorhin schon gesagt, du kannst so viele Leute ansprechen. Ndicka, wie oft haben wir uns jetzt hier im Laufe dieser Saison oder auch vor der Saison gewünscht, zu sagen, okay, das muss die Saison sein, wo Ndicka absoluter Stammspieler wird. Und genau das ist passiert. Ja. Das kann man einfach auch nochmal gesondert feiern, dass das passiert ist. Unabhängig von der sportlichen Entwicklung allgemein, seine persönliche Entwicklung ist auch krass. Der läuft mittlerweile wie selbstverständlich auf diesem Platz rum. Und ich glaube, ja, Marvin, hast du es, glaube ich, bei Fußball 2000 gesagt, wo du gesagt hast, der läuft da rum wie Franz Beckenbauer. So. Oder Weide war es, ich weiß gar nicht mehr genau. Ich glaube, es war Weide, ja, aber es ist ein sehr, sehr guter Vergleich. Irgendwie. Ja, der läuft da mit einer Selbstverständlichkeit rum, als wenn ihn überhaupt nichts aus der Ruhe bringen kann. Hinteregger haben wir auch schon oft besprochen, der hat noch einen weiteren Schritt gemacht, der ist noch wichtiger in dieser Mannschaft geworden, hat sich besser reingefunden, hat eine ganz andere Gestik auf dem Platz, organisiert das. Mit Tuta hatten wir die große Unbekannte, wo wir nicht wussten, wie übernimmt der die Rolle von Abraham, und der macht das auch gut. Der hat natürlich Wackler drin teilweise, was aber völlig normal ist, an denen wird er wachsen, und die haben wir auch einkalkuliert. Es ist super, dass die nicht so ins Gewicht fallen, und der macht auch einen guten Job. Du hast mit Hasebe, wie Marvin auch schon gesagt hat, jemanden, den du auch safe nicht im Maschinenraum, also auf dem Sechserbereich auf dem Schirm hattest, sondern das war quasi dieses, okay, wenn es mit Tuta nicht klappt, gucken wir mal, dass Ndicka und Hinteregger Innenverteidiger spielen und Hasebe wieder in der Mitte. Der hat, das muss man sagen, der hat Sebastian Rode verdrängt. Das ist einfach so, das ist auch sehr bemerkenswert so, aber dann kommt Rode halt rein. Da kommt Rode, wir haben mittlerweile eine Mannschaft, wo, wenn Leute sich verletzen, Rode und Jovic diejenigen sind, die reinkommen. Das ist schon wirklich bemerkenswert, und ich habe immer noch das Gefühl, dass wir noch nicht über alles gesprochen haben. Kostic hat seine Form auch bestätigt. So. Ja, Kostic spielt seit Wochen wahnsinnig. Unermüdlich und hat seine Rolle angenommen, und wie Marvin es gesagt hat, wenn er dann ein bisschen weiter zurück muss, dann
gibt es vielleicht ein bisschen Verwirrung. Trotzdem geht er diese Meter. Die Mannschaft kann sich aus diesen Druckphasen, die sie immer hat, nicht nur gegen Bayern, sondern an vielen Spielen, wo sie dann geführt hat, auch immer sich hat ein bisschen zurückdrängen lassen, auch immer wieder befreit. Und normalerweise können wir jetzt auch nochmal drüber sprechen. Dieses Spiel gibt sehr viel her, wie ihr liebt, liebe Zuhörer. Dass die Eintracht eigentlich auch das 3-1 macht. Also das 3-1 fällt normalerweise, weil wenn Ache da nicht geschubst wird, dann macht er erst Tor und oder es gibt halt Elfmeter. Also erstmal musst du ja überhaupt sagen, dass wir dann diesen Wechsel machen, Jovic raus, Ache rein, von dem man ja, glaube ich, an der Stelle auch nicht erwartet hätte, dass er da tatsächlich jetzt schon so viel Spielzeit bekommt. Und ich fand zumindest, du hast keinen wirklich großen Leistungsunterschied gesehen. Klar, es ist ein anderer Spielertyp, aber ich fand trotzdem nicht, dass es total abgebrochen ist an der Stelle. Im Gegenteil, muss ich sagen. Ich finde, Ach hat das richtig gut gemacht. Ja, dafür, dass der jetzt irgendwie den dritten Einsatz oder irgendwas hatte und ja jetzt auch sehr lange verletzt war und da halt einfach auch nochmal so eine komplett andere Spielweise und körperliche Spielweise da auch reingebracht hat, fand ich das extrem interessant. Und dann die Szene, die du angesprochen hast, wo er ja eigentlich komplett frei dahin läuft und ich finde schon, dass da eine sehr deutliche Berührung für meine Wahrnehmung zumindest da war. Und entweder ja das Tor, wenn man mal zumindest einen Torschuss produziert hätte oder halt einfach klar dieser Elfmeter gegeben wurde und ich verstehe bis heute nicht, und ihr hattet das glaube ich ja auch bei Fußball 2000 länger diskutiert, dass man da, wenn man diese technischen Mittel hat, da halt nicht irgendwie drauf guckt. Also zumindest in so einer Situation kann man schon mal die Frage stellen, warum nicht? Es ist ja, glaube ich, genau der Punkt. Also ich meine, wir waren ein bisschen unterschiedlich. Also Basti und ich, Basti war, glaube ich, ganz klar auf der, das waren Elfmeter, erst also auf dieser Kiste. Und bei mir war es eher so, ich bin so ein bisschen zurückhaltender, wenn ich mir das angucke und merke auch, okay, naja, die Bewegung geht auch so ein bisschen dahin, dass er es vielleicht ganz gerne auch hätte, dass es ein Elfmeter ist. Aber wenn wir dann die Zusammenfassung uns angucken oder gucken nochmal das Replay an, dann sehen wir halt diese Berührung und wir sehen, dass da was ist. Und die Frage ist halt, und die bleibt ungeklärt. Wir können froh sein, dass es halt nicht zu einem spielentscheidenden Situation, zu einer spielentscheidenden Situation geführt hat. Aber die Frage ist trotzdem ungeklärt, warum macht man es nicht einfach, Basti? Ne? Warum macht man es nicht? Ja, ich weiß nicht. Wahrscheinlich kann man das auch erklären. Wahrscheinlich soll der das nicht angucken, weil das dann doch keine klare Fehlentscheidung war und dass sich irgendjemand das angeschaut hat. Selbst wenn das so ist, ist es mir auch egal. Also mir ist es egal. Für mich ist es ein Elfmeter. Für mich kann das der Spieler, das kann der Schiedsrichter schon sehen. Das Argument, was Phil bei uns bei Fußball 2000 gebracht hat, lasse ich auch nicht gelten, dass er sagt, ja, ich habe das erst in der achten Zeitlupe gesehen. Ja, da zeig halt die achte Zeitlupe als erstes, dann siehst du es halt in der ersten. So, also sehr gut, ja. Sehr gut, so gefällt mir das. Also, wer bestimmt denn, was die achte Zeitlupe ist? Gibt es hier eine Reihenfolge oder was? Ja, eben. Da ist halt eine Zeitlupe, wo man sieht, dass es faul war. Und es ist auch logisch erklärbar, dass der sich, warum soll der sich fallen lassen? Ja. Ja. Warum soll der sich fallen lassen? Und bei Colinas Erben lernt man immer, dass der Schiedsrichter auch solche Dinge in seine Betrachtung mit einbeziehen muss, zu sagen, okay, macht das überhaupt Sinn, dass der sich hier fallen lässt? Oder kommt der nach einer Verletzung zurück als junger Stürmer, der im Schatten von Jovic und Silva steht und macht dann als Ache das Siegtor, beziehungsweise dass er den Deckel drauf gegen Bayern? Ich glaube nicht, dass Ache gedacht hat, oh Gott, ich lasse mich jetzt hier fallen. Nee. Der hat dem einen Gehfehler gegeben, das sieht man vielleicht nicht, da muss man den Schiedsrichter in Schutz nehmen. Wenn du es aber nicht siehst, dann sag bitte deinen Johnnys da in Köln, hier, ich habe es nicht gesehen, kann ich es mir hier anschauen, ich habe hier die Technik. Dann gehe ich hin und selbst wenn er dann immer noch sagt, nee, ist kein Elfmeter, dann bin ich wahrscheinlich immer noch sauer, aber wenigstens habe ich das Gefühl, die haben ihre Mittel ausgeschöpft. Das haben die nicht gemacht. Zumindest, ich sag mal, also was ich mir noch vorstellen könnte, das war so auch so ein bisschen der Punkt, der mich in dem Moment auch im ersten Moment so ein bisschen irritiert hat. Er hat sich ja dann schon auch den Kopf gehalten, weil er ja dann das Knie vom Gegenspieler. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer genau von den Bayern es war, der ihn da irgendwie gedingst hat, ob das Süle oder Boateng war. Aber er kriegt ja dann, weil beide ja fallen, das Knie noch gegen den Hinterkopf und hält sich dann halt den Kopf, weil das tut halt einfach weh. Ist ja relativ logisch. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass das dann in der Einsortierung tatsächlich so ein bisschen so zur Schauspielerei oder irgendwas in die Richtung gegangen wäre und dass man deswegen nicht so offensichtlich da drauf geguckt hat. Aber auf der anderen Seite war dadurch ja dann auch die Zeit da, einfach sich diese
diese Wiederholung nochmal anzugucken und dann kann man ja sagen so, ey, wir haben uns das nochmal angeguckt, der trifft den schon, guckt dir das einfach nochmal an. Und das Spiel war ja sowieso schon total außerhalb jeglicher zeitlichen Dimension nach dieser Aktion relativ zum Beginn, wo ja der stimmt, das hab ich ganz vergessen. Der Linienrichter durch den vierten Offiziellen ausgetauscht werden musste, weil er da umgeknickt war. Also von daher, die 5 Minuten mehr hätte man jetzt auch noch geben können, ja. Ist ja nicht so, dass die Bayern irgendwie dann dadurch eine ganze Nacht irgendwie am Frankfurter Flughafen hätten verbringen müssen oder so. Oder? sehr gut gesagt. Nee, aber du hast vollkommen recht. Ich habe es komplett ignoriert. Ich fand das am Anfang, das war ja gleich zu Beginn, war das ja eine ganz lustige Angelegenheit. Ja, und man schmunzelt jetzt heute darüber. Es waren irgendwie alle locker damit. Und Brazzo sitzt da und guckt, als wenn irgendwie die Welt untergeht, weil sie jetzt einfach mal 3 Minuten warten müssen. Ey, mach dich mal locker, Junge. Ja. Entschuldigung. Aber ja, nee, ist ja kein Problem. Ich finde es aber gut. Und ich muss halt auch sagen, nutz alle Möglichkeiten, nutz alle technischen Möglichkeiten, die dir zur Verfügung stehen. Und wenn du dann immer noch zu der Entscheidung kommst, Leute, das war kein Elfmeter, okay. Aber ich habe auch im Endeffekt danach relativ viele gehört, die genau auch gesagt haben, es war sogar ein relativ klarer Elfmeter. Und ehrlich gesagt muss ich auch noch mal ganz klar sagen, ihr habt es ja eben angesprochen, dass Ache diesen Drive hat, dass er Bock hat. Der kam, glaube ich, roundabout 70. Minute rein. Der ist gelaufen, über 3 Kilometer gemacht. Der hat echt versucht, sich anzubieten. Es war so ein kurzer Zumo-Moment. Ne, weil Zumo ist ja damals auch reingekommen und hat dann das, ich glaube auch 2-1, glaube ich, hat er das 2-1 gemacht, ja, gegen die Bayern. So ein absolut krönender, also geiler Moment, um seine Karriere tatsächlich wirklich durchstarten zu lassen. Hatte ich irgendwie gedacht, okay, Ache ist ja auch so ein Typ, der relativ frisch hier reinkommt und noch gar nicht so viele Spiele gemacht hat. Es hat nicht sollen sein, aber ich glaube auch damit mit dieser Leistung, die wir von ihm gesehen haben, und ehrlich gesagt wusste ich vor dem Spiel nicht, wie fit er überhaupt ist. Mir war nicht klar, dass Ache, der jetzt länger verletzt war, kann der überhaupt so viel gehen, ne? Und er hat ab der 70. Minute rumgewirbelt. Ich habe Bock, den auch öfter zu sehen jetzt, muss ich echt sagen. Ja. Ja, er gibt ja diesem Spiel genau das, was die Eintracht zu dem Zeitpunkt gebraucht hat. So. Also du hast gesehen, dass Jovic auch noch nicht bei 100% ist. Ich finde, er hat sich sehr bemüht, hat sehr mitgemacht und er hat alle Leute, die gedacht haben, dass er irgendwie sauer ist, hat er auf jeden Fall ruhig gestellt, weil der war jetzt nicht lustlos, sondern im Endeffekt hätte der auch das 1-0 gemacht, wenn Kamada nicht dazwischen gegangen wäre. Der war schon oft an den richtigen Stellen und oft habe ich mir sogar auch gewünscht, dass er derjenige ist, dem der Ball vor den Fuß fällt, weil der hätte die safe reingesnipert. Der geht dann aber raus und dann kommt Ache und gibt diesem Spiel genau das Element, was der Eintracht in der zweiten Halbzeit gefehlt hat. Das ist, wenn Bayern drückt, dass du dann halt auch kontern kannst. Und da hat der Eintracht an gewissen Stellen echt die Schnelligkeit gefehlt. Das haben wir auch in der Hinrunde schon gesagt, dass in dieser Kaderplanung ein bisschen die Schnelligkeit vergessen wurde. Das merkst du in solchen Situationen. Die Eintracht braucht es oft auch nicht mehr, weil die Gegner halt anders irgendwie herspielen. Aber Ache hat genau das geliefert, was man von ihm wollte. So. Das hat der Hütter, glaube ich, auch immer wieder gesagt. So, wenn Ache wiederkommt, haben wir noch ein anderes Element. Das hast du gesehen. Das heißt, wenn du führst und der Gegner macht dann auf, dann ist er genau der Richtige, weil er ist sehr, sehr schnell. Und der hat auch den Bock und die Athletik, da irgendwie ein bisschen Unruhe noch zu stiften. Und ich glaube tatsächlich, dass er dieses Tor reingemacht hätte und dann hättest du das noch auf dem Scoreboard gesehen. Ist jetzt nicht so. Ich meine, die Diskussion, ich finde gut, dass wir die führen, weil es ist auch egal, ob das 2-2 fällt oder nicht. Wenn das 2-2 gefallen wäre, dann wäre ich richtig ausgerastet. Also dann wäre die Eintracht durch so eine Situation halt um den Sieg gebracht worden und die Bayern waren ja dann noch nah dran. Am Ende hat die Eintracht sich das verdient, diesen Sieg auf jeden Fall. Aber es ist nicht so, dass die Bayern halt chancenlos waren, sondern diese zweite Halbzeit war ganz anders als die erste. Mhm. Aber die Eintracht hat es halt geschafft und das hätte ich überhaupt nicht gedacht. Also ich hätte niemals gedacht, dass dieses Spiel auf diese Weise abläuft. Dass wenn Bayern den Anschluss macht, ich war mir sicher, dass sie den Ausgleich machen. Ja, ja, und sie haben es dann trotzdem, und das ist halt die Qualität der Eintracht, auch in 2021, diese Qualität, dass sie es durchgebracht haben. Und sie haben es nicht nur zähneknirschend durchgebracht, sie haben sich dann dementsprechend befreit. Dafür war dann maßgeblich auch die Szene oder sinnbildlich die Szene mit Ache da. Aber man muss auch sagen, diese Druckphase würde überstanden, hängt auch damit zusammen. Ich habe es dementsprechend auch schon am Montag erwähnt, aber ich muss es leider nochmal erwähnen, was heißt leider zum Glück, dass wir einen Kevin Trapp hier hatten, der zur Höchstform aufgelaufen ist. Mhm. Das war ein Spiel, wo er uns definitiv Punkte geholt hat, wo ich einfach merke, in wichtigen Situationen ist er da und er die Dinger, die er teilweise rausgefischt hat, da waren echt Sachen dabei, wo ich nicht gedacht habe, dass er da noch drankommt. Also so auch beispielsweise mal einen Kopfball hier gemacht und das sind alles ja nicht alltägliche Dinge. Ich muss echt sagen, ich ziehe mal einen Hut auch vor Kevin Trapp. Er ist einer der Wegbereiter dieses Erfolges. Ja, also ein ganz wichtiger Rückhalt da hinten in der Mannschaft, der sich da einfach auch genauso reinhängt und da halt wirklich einfach an diesem Erfolg einen großen Anteil hat. Ja.
Ja, ist tatsächlich, aber es ist gut, dass Marvin das auch nochmal sagt. Wir müssen uns die Zeit nehmen. Wir haben ja hier so viel Zeit, wie wir das möchten. Weil ja, es gibt halt viel, viel zu besprechen. Anders, wenn du irgendwie im 1-1 gegen Augsburg spielst, dann ist es wahrscheinlich nicht so. Aber dieses Spiel gibt halt echt viel her. Und Trapp gehört auch dazu, weil der hat die ganze Zeit normal gehalten. So, und da gab es irgendwelche merkwürdigen Stimmen, die gesagt haben, der gewinnt uns keine Spiele mehr. Und dann, ich will Renault zurückhaben. Klar kann jeder sehen, wie er will. Aber ich finde, dass Trapp hier ein wichtiges Zeichen gesetzt hat, weil er auch ein Gesicht dieser Mannschaft ist und auch ein Gesicht dieses Erfolgswillens ist, der sich nicht zufrieden gibt, wenn du dann Siebter, Achter bist, sondern der dann auch mahnt und sagt, das geht so nicht weiter, und der auch schon viel gesehen hat und mit Spielern zusammengespielt hat, die halt so eine Mentalität haben. Ich finde, das gibt er der Mannschaft an gewissen Stellen. Und wenn er das mit solchen Leistungen untermauert, ist er auch glaubwürdig. Ja. Das ist einfach, das gibt als Torwart eine Glaubwürdigkeit und das gibt der Mannschaft sehr, sehr viel Rückhalt. Liebe Grüße nach Dortmund, wo das eben nicht so ist. Mhm. Wenn du da jemanden im Tor stehen hast, der da irgendwie große Reden schwingt und dann solche Bratwursttore immer kassiert. Wollte ich gerade sagen. Also wenn die Leistung nicht bringst, dann hast du halt auch ein Problem, weil du wirst halt dann einfach da an der Stelle nicht ernst genommen. Aber das zeigt natürlich auch ein bisschen auch so diese Nullum-Diskussion. Ne? Ich meine, wir wollen das auch jetzt einfach noch positiv erwähnen, aber es zeigt natürlich auch, was für Diskussionen am Anfang aufgemacht wurde, wer der bessere Torhüter ist. Und ich bin ehrlich gesagt so unfassbar froh, dass halt Kevin Trapp dann im Tor steht. Natürlich hätte Renault ist bestimmt auch ein guter Torhüter. Aber dass wir diese Diskussion nicht haben, dass wir im Gegensatz zum BVB, die im Endeffekt zwei schwächelnde Torhüter haben, dass wir damit einfach nichts zu tun haben. Das ist auch eine Stärke, die in diesem Kader liegt und wo auch richtige Entscheidungen getroffen wurden. Und das sorgt dafür, dass aber auch jemand wie Tuta dementsprechend nicht richtig viel Angst haben muss. Dass natürlich auch jemand wie Hinteregger noch mehr in diese Position des, ich sag's jetzt immer wieder, bis ein T-Shirt raus wird, des Feldgenerals wird, so ein bisschen, ja, keine Ahnung, ja. Also das fühlt sich genauso an, dass er eine leitende Funktion, eine Übersicht beweist und dementsprechend seine Mitspieler mit anweist, und in Kombination mit Trapp funktioniert es einfach gut, und dass wir einfach jemanden wie Hinteregger haben, der irgendwie gerade so money ist. Der Typ ist so money, der hat einen Flow, das ist nicht zu fassen. Ich habe keine Ahnung, wie lange wir den noch bei der Eintracht sehen werden, aber das ist ein Spieler mit einer Leichtigkeit, keine Ahnung, ey, ohne Scheiß, selbst wenn ich im Wasser schwimme, bin ich nicht so leicht wie Dika auf dem Platz. Das ist unfassbar. Ich glaube, was ein ganz wichtiger Punkt da an der Stelle auch noch ist, ist ja auf der einen Seite die individuellen Stärken, wo du natürlich irgendwie vergleichen kannst, und wenn du dann auf andere Mannschaften guckst, dann hast du da ja schon irgendwie den Punkt, dass du sagst, okay, der Spieler ist individuell stärker. Aber ich glaube, was einen großen Punkt an unserer Mannschaft hier gerade ausmacht, ist halt eben dieses Kollektiv, dieser Zusammenhalt. Und dann macht es, glaube ich, auch nochmal ein bisschen was aus, ob du jetzt dann vielleicht nicht den Spitzentorhüter oder den Spitzeninnenverteidiger da hast, aber einfach in diesem Kollektiv, diese drei da hinten plus eben den Schlussmann und davor, dass das halt einfach nochmal diese 5 bis irgendwas % da oben drauf bringt. Und da haben wir, finde ich, im Vergleich zu anderen Mannschaften, kann man es auch wieder Richtung Dortmund oder irgendwas gucken, haben wir halt einfach eine Zusammenstellung, die passt, und auch eine Mannschaft, die sich da jetzt irgendwie reingefunden hat und nicht so dieses jeder für sich und keiner für den anderen Mentalität, ne? Ja, das ist tatsächlich so, und es hört sich an, als wenn wir zu den Rausch reden, aber wir haben es schon gesagt, wenn es mal in der Gegenwart so ist, muss man das auch genauso benennen. Kann sich auch wieder ändern, weil die Eintracht wird jetzt in der Position kommen, ich glaube, die wird jetzt auch neu werden. Die Eintracht ist jetzt 5 Punkte vor dem Nicht-Champions-League-Platz. Das wird dich in eine andere Situation bringen, wo du vielleicht auch an einer oder anderen Stelle mal anfängst zu überlegen und dann vielleicht gegen Bremen oder Stuttgart eben nicht gewinnst. Damit muss man, glaube ich, rechnen. Es wird entscheidend sein, wie die Eintracht dann aus dieser Phase rauskommt. Ich glaube nicht, dass die Eintracht durch die Liga rennt. So, also ich glaube nicht, dass wir jetzt die nächsten 10 Spiele auch noch gewinnen. Aber es ist auch so, dass die anderen auch nicht alles gewinnen werden. Und es wird sehr, sehr entscheidend sein, wie die Eintracht das dann aufnimmt. Wenn die Eintracht jetzt mal Rückschläge erleidet. Und da bin ich eigentlich merkwürdig positiv auch, weil die Eintracht das halt auch schon gezeigt hat. Die Eintracht hat gerade unter Hütter immer wieder Phasen gehabt, wo selbst Hütter sogar teilweise in der Kritik stand. Wo das mir dann auch, das ging mir dann immer viel zu schnell so, und wo er dann genau diese Spiele geliefert hat. Erinnert euch ans Frühjahr gegen Leipzig, diese 2 Spiele, die den Rückrundenauftakt in Hoffenheim, wo Chandler das Siegtor macht. Da gab es auch immer wieder Diskussionen, und ich glaube, dass die Mannschaft auch das drin hat, weil darauf wird man sich, glaube ich, einstellen müssen, dass die Eintracht jetzt, gerade weil die Gegner sie immer ernster nehmen werden. Also die werden nicht mehr locker gegen die Eintracht. Also ich glaube, da kommen tatsächlich 2 Komponenten rein. Zum einen, dass die Gegner die Eintracht ernster nehmen, aber auch, dass das natürlich für die Spieler an sich jetzt ein ganz anderer Druck ist. Weil selbst wenn man das nicht ausformuliert und sagt, man will jetzt irgendwie XY,
Aber trotzdem so ein bisschen im Kopf hast du es ja schon. Also da baut sich ja dann schon so eine gewisse Erwartungshaltung einfach auf, mit der du halt eben auch umgehen musst. Und ich finde, da wird sich dann am Ende auch nochmal zeigen, wie gut man da halt wirklich ist. Ich glaube allerdings auch, dass dieser Zusammenhalt in der Mannschaft und diese Lockerheit und dieser Spielspaß, den man hat, auch helfen kann, das so ein Stück weit zu moderieren. Und ich glaube auch, dass es dazu beiträgt, die Ergebnisse der letzten Woche auch die eigenen Stärken zu kennen. Also ich glaube auch, dass es intern durchaus formulierte Ziele gibt oder auch ein Wissen, dass man gut ist. Also das hatten wir damals schon auch als es gegen Köln nicht so hundertprozentig geklappt hat, wo du gedacht hast, warum gewinnen wir gegen diese Gegner nicht? Ich glaube, die wissen schon, was die können. Die Sache ist, dass sie es immer auf den Platz bringen. Und aktuell bringen sie es auf den Platz, um diese Einstellung auch zu haben, zu sagen, nein, wir können das. Und ja, von mir aus irgendwie auch Champions League, ja, das müssen die ja nicht Woche für Woche in den Kicker hineinplaudern. Aber wenn sie dieses Selbstverständnis einfach haben, und ich glaube, das haben sie auf alle Fälle, dann kann das auch wirklich durch eine kleinere Dürrephase bringen. Wir wissen halt nicht, wir werden gleich über die nächsten Spiele sprechen, die ganz anders schwierig werden, weil natürlich ist das schwierigste Spiel nicht das Spiel gegen die Bayern, sondern das Spiel danach. Wir erkennen diese Phase, dass wir nach dem letzten herausragenden Spiel gegen die Bayern danach nicht mehr wirklich viel geholt haben. Insofern ist es immer so ein bisschen schwierig zu betrachten, aber wir müssen natürlich auch ganz klar sagen, die Eintracht hat diese Qualität. Sie kann auch mit Ausfällen, über die wir gleich auch noch sprechen werden, gibt es den einen oder anderen, sie kann das kompensieren und sie findet neue Lösungen. Und ich glaube, dass das dazu führen kann, dass wir am Ende vielleicht sogar wirklich irgendwie europäisch stehen und dann europäisch nächstes Jahr spielen. Und egal auf welcher Position, sei es Conference League, sei es Europa League, sei es vielleicht sogar gar die Champions League, das wäre alles in dieser schwierigen Zeit ein ziemlicher Erfolg. Bevor wir auf das kommende Spiel gucken, noch gerade der Vollständigkeit halber, Zumo hatte damals nicht das 2-1, sondern das 1-1 in der 87. Minute geschossen. Ah, danke, sehr gut. Also meine Erinnerung ist ein wenig getrübt mittlerweile. Ja. Ja. Mhm. 2-1 war dann Fenin, ne? Korrekt. 2-1 war dann 2 Minuten später Martin Fenin, der ja super, auch nach wie vor noch glühender Eintracht-Anhänger ist und am Wochenende wieder mit reichlich Foto- und Videobeiträgen auf der Social Media auch wieder unterwegs war. Genau. Zumo übrigens in der 83. eingewechselt für Christoph Bicher. Das noch der Vollständigkeit halber. Ja, dann lass uns mal nach vorne gucken. Basti hatte ja schon angesprochen. Nächster Gegner Werder Bremen am Freitag. Und wir haben tatsächlich den nächsten Ausfall wieder. Ein Dicker fällt aus, jetzt auch mit der 5. gelben Karte, die er sich, was ich tatsächlich auch fand, war ein bisschen blöd, in der 91. Minute dann abgeholt hat, wegen diesem taktischen Foul an der Mittellinie. Ich weiß nicht, ob er da tatsächlich so hingehen muss, aber okay, mein Gott. Das ist natürlich dann auch wieder so ein Ausfall, der dann tatsächlich auch so ein bisschen wehtut, weil wir haben ihn ja jetzt heute auch schon des Öfteren gelobt, ist ein wichtiger Mann da hinten in der Abwehr. Und Bremen steht ja auch so ein bisschen mit dem Rücken an der Wand. Also der tut mir tatsächlich ein bisschen mehr weh. Dafür scheint es allerdings ein bisschen positiv zu sein bei Silva und Durm, die ab heute ja auch wieder im Mannschaftstraining dabei waren. Also da könnte es tatsächlich so aussehen, als wenn die am Wochenende wieder fit sind für zumindest ein paar Spielminuten. Vielleicht sogar über die ganze Länge, das wird sich noch so ein bisschen zeigen. Was ist denn so eure Meinung, wenn wir mal so auf Bremen gucken? Am Wochenende haben sie 4-0 gegen Hoffenheim verloren. Ist das jetzt gut oder schlecht für uns? Ja, nervt mich ehrlich gesagt. Ich hätte die ganz gerne im Waben einer gewissen Selbstsicherheit und dann wieder die Eintracht vielleicht nicht ganz so ernst nehmen, unterschätzend. Das werden wir nicht haben. Bei denen ist es nicht ganz so dramatisch, ne? Man muss auch die Kirche im Dorf lassen. Werder ist mit 23 Punkten auf Tabellenplatz 12. Die haben schon ein bisschen Abstand auf ganz unten. Ich glaube auch nicht, dass sie da nochmal komplett reinrutschen werden. Wir dürfen nicht vernachlässigen, dass die noch ein Spiel noch weniger haben. Also dann können die da auch noch ein paar Punkte sammeln. Es ist halt eine typische Mittelklasse-Saison, gerade für die Bremer. Aber das 0-4 hat den, glaube ich, irgendwie schon nicht so gefallen gegen den direkten Konkurrenten. Ich bin froh, dass ich sagen kann, dass Hoffenheim mittlerweile ein direkter Konkurrent gegen die Bremer ist und nicht weiter oben angreift, finde ich sehr angenehm. Grüße an Hoeneß. Aber es ist im Endeffekt so eine schwierige Kiste. Ich glaube, also auf der einen Seite sage ich, dass wir ohne Frage die Fähigkeiten haben, Werder Bremen ganz klar zu besiegen. Aber die Eintracht muss einfach aufpassen, denn das ist jetzt ein angeschlagener Gegner und die sind trotzdem bissig und
ich glaube immer noch, dass es, keine Ahnung, vielleicht rede ich mir das auch so ein bisschen, ja, vielleicht rede ich mir auch diese Disharmonie auch so ein bisschen her, ja, aber ich denke immer dann noch immer so an den ein oder anderen Bremer Spieler, der vielleicht nicht so wunderbar mit Eintracht spielen kann, vielleicht gibt's da auch irgendwelche Reibungspunkte, ich weiß es nicht, aber ich habe irgendwie das Gefühl, das wird ein ruppiges, ein sehr, sehr enges Spiel. Basti? Ja, ich bin auch nicht so begeistert, dass wir jetzt gegen Bremen spielen und dass die jetzt 4-0 verloren haben, weil ich habe bei 93 auch Florian Kohfeldt tatsächlich schon gelobt dafür. Ich halte von ihm spielerisch und spieltaktisch gesehen weiterhin nichts, aber was er auf jeden Fall schafft, ist diese Bremer Mannschaft auf Temperatur zu bringen, dass die sich ein bisschen von diesen anderen Abstiegskandidaten abheben, dass die nicht komplett einschlafen, sondern die sind immer wieder, verlieren die, weil die halt schlecht sind. Es tut mir leid, Bremen war eine der schlechtesten Mannschaften, die sich die Saison hier vorgestellt hat. Und aber trotzdem können die sich auf Temperatur halten und die werden das jetzt irgendwie auch wieder probieren und die werden eklig sein und die waren im Hinspiel auch schon eklig, wo wir es nicht geschafft haben, die zu besiegen. Die werden wissen, dass die sich hinten reinstellen werden, das können die und dann musst du halt aufpassen, dass du dann irgendwie keine Tore kassierst. Und auch da, ich glaube, was Marvin gesagt hat, so nach so einem Bayern-Spiel, klar, freust dich, es gibt halt aber auch nur 3 Punkte und das Spiel gegen Bremen auch. Also es gibt beides 3 Punkte und das ist sehr, sehr wichtig und das sind die entscheidenden Spiele. Wenn du freitagsabends nach so einem Sieg und diesen Emotionen in Bremen halt spielst und dann irgendwie es schaffen musst, dich da auch auf Temperatur zu halten, gerade gegen eine Mannschaft, die dann wirklich weiß, wie die an gewissen Stellen eklig sein kann. Aber es ist ein weiterer Test. Also es ist ein weiterer Test, wenn die Eintracht den besteht, dann ja, weiß ich nicht, was ich dann nächste Woche hier erzähle. Ja, mir geht's mittlerweile ähnlich. Ich kriege auch langsam, auf der einen Seite freue ich mich, auf der anderen Seite kriege ich auch, umso länger diese Situation anhängt, umso mehr Angst kriege ich, dass es einfach genau. Ja, aber genau das ist wieder Kraxelhuber bei der Preis, umso höher der läuft, umso weiter kann der abstürzen. Ja. Aber genau deswegen müssen wir wirklich sagen, dass diese Spiele gerade sehr, sehr wichtig sind. Das ist sowohl das Spiel gegen die Bremer als auch gegen Stuttgart, sind genau diese Knackerpartien, wo es in die eine und die andere Richtung ausschlagen kann. Denn kannst du diese Leistung wirklich bestätigen? Holst du gegen die beiden Mannschaften, wo du eigentlich sagen würdest, okay, jetzt können wir da noch Punkte holen und danach wird es ein bisschen schwieriger, sage ich mal. Okay, natürlich, wir haben RBL und dann haben wir Union vielleicht auch noch, aber du weißt nicht, gegen BVB, gegen Wolfsburg, die sind unfassbar stabil, Gladbach, da sind diese ganzen Aprilwochen. Also da ist es echt eine ganz schöne Knackerrunde so. Und eigentlich sagst du ja, man könnte gegen Werder was holen und man könnte gegen VfB was holen. Wenn du das eincashst, wenn du die beiden Spiele erfolgreich gestaltest, dann ist wirklich irgendwie was möglich. Ne? Muss ich auch mal ganz klar sagen, wenn wir die Spiele vielleicht auch mal mit einem Unentschieden bestreiten, ist auch noch nicht aller Tage Abend. Auch da gibt es immer wieder Begründungen, wo wir sagen müssen, okay, das ist okay. Ne? Vielleicht wieder nicht verloren, Unentschieden 2-2. Wir hatten zwischendrin auch mal das Spiel gegen Freiburg, was wir auch nicht gewonnen haben. Das kann auch mal passieren. Ja? Aber die Eintracht muss halt auch da performen, muss Leistung zeigen. Und du wirst halt auch nicht immer einen Gegner haben, wie jetzt Bremen am Wochenende, wo die komplett alle versagen, wo du nicht weißt, ob ein Rashica überhaupt auf dem Platz stand. Was war mit Toprak los? Was ist das für ein Fußballer? Der kann doch eigentlich auch mehr. Da war nichts, ja. Eggestein komplett raus gewesen, also wo du über diese ganze Mannschaft überhaupt nicht performt, das wirst du nicht nochmal haben. Deswegen lieber davor warnen. Ich habe ja letzte Woche zu Recht meines Erachtens Florian Kohfeldt als einer unserer besten Strategen, Denker und Vordenker dieses Fußballdeutschlandes hochgehoben, völlig zu Recht in meinen Augen auch. Für mich ist er der perfekte Kandidat für die Nachfolge von Marco Rose. Das sage ich immer wieder, auch vollkommen zu Recht. Deswegen, wir müssen die taktische Raffinesse eines Florian Kohfeldt hier beachten und dürfen das nicht außer Acht lassen. Und wenn wir das ernst nehmen, dann kann die Eintracht trotzdem bestehen. Ja, aber ich will gut zu betonen, dass das nicht so einfach wird, weil ist halt gefährlich, wenn du jetzt denkst, ja, Bremen, die sind nicht so gut, die haben 4-0 gegen Hoffenheim verloren, wir haben gegen Bayern gewonnen, das gewinnen wir locker. Ja, ich glaube nicht, dass sie mit der Einstellung daran gehen. Also nee, ich sag nicht sie, ich sag wir selbst, so. Also so Fans. Ich meinte eher so diese Gespräche, dass Leute irgendwie denken, dass das gegen Bremen eine Spazierfahrt wird, das sehe ich überhaupt nicht so. Nee, ich habe Respekt vor dem Spiel und tatsächlich ist es für mich auch eine Weiterentwicklung, wenn ich sage, ich habe Respekt vor dem Spiel und keine Angst. Ja. Weil ja, ich kann halt auch nicht ignorieren, wie stabil die Eintracht ist. Und ganz im Ernst, wenn ich Bremen-Fan wäre, hätte ich sehr, sehr viel mehr Angst vor der Eintracht, als ich jetzt vor Bremen haben muss. Es ist einfach so, weil du halt auch alle Spieler, die wir angesprochen haben und alles, was wir
hier gegen Bayern zu Recht gelobt haben, das wird ja nicht innerhalb von einer Woche komplett verschwinden. Nee. Da sind vielleicht Teile, die vielleicht wegfallen und Endika ist vielleicht gesperrt. Aber wer weiß, was passiert. Und wer weiß, vielleicht sehen wir eine Doppelspitze Silva und Jovic und die können mit Sicherheit diese Bremer Abwehr auch beschäftigen. Ja, sehe ich genauso. Was für mich ganz wichtig ist, und ich meine, wir haben ja eigentlich heute keine Zwischenkategorie und ich will es auch gar nicht großartig stretchen. Was für mich aber gerade komplett wichtig ist, ist die Tatsache, dass die Eintracht weiterhin Ruhe behalten muss. Sie machen gerade alles richtig, es wird gerade alles richtig gemacht, aber ich habe gar keinen Bock auf, ja, jetzt was ist irgendwie, was ist mit Bobic? Ist mir scheißegal, was mit Bobic ist. Das sollen die hinter den Kulissen klären und ich will nichts davon hören. Ist jetzt Jovic zufrieden oder nicht zufrieden? Hallo, der hat mitgefeiert auf dem Platz, aus dem Haus, alles cool. Wird nicht keine künstlichen Baustellen erschaffen lassen. Ja. Und ganz, ganz wichtig, liebe Leute, je enger das an das Saisonfinale geht, desto mehr Einflüsse von außen wird es geben. Auch gezielte Spitzen. Je mehr wir wirklich in die Balance der Großen gerade rein kommen auf dem tabellarischen Niveau, desto mehr gibt es Nebenspitzen. Dann hörst du plötzlich, ja, beschäftigt sich der FC Bayern München mit Silva. Das hörst du dann. Das ist spätestens am 28. Spieltag. Und das sind gezielte Spitzen, damit wir uns von dem Fokus wegnehmen, dass das dann noch in die Mannschaft getragen wird. Dies, das. Das dürfen wir nicht zulassen. Das ist ganz, ganz wichtig. Jeder muss diesen spielerischen Fokus wirklich nur darauf legen und alle anderen Personalentscheidungen können wir 22. Spieltag eh gar nicht seriös beantworten, weil wir nicht wissen, was im Sommer mit Corona passiert ist. Wie sieht es aus? Welche Vereine gehen runter? Wenn jetzt Schalke absteigt, welche Welle trägt das noch mit sich? Die Eintracht hat vielleicht damit spekuliert mit Paciencia-Millionen. Das passiert da nicht. Also ich will nochmal sagen, wir müssen den Fokus darauf lenken und wir dürfen auch nicht dem ersten Moment, dem ersten Druck nachgeben, überall auf jede Sensationsmeldung draufzuspringen. Denn ich glaube eins ganz sicher, die Eintracht ist momentan in einem Fahrwasser, was so sicher ist wie lange nicht. Also ich glaube, dass die Führung sehr professionell momentan agiert. Das hat sie erneut bestätigt. Sie hat erneut auch festgehalten an gewissen Institutionen, an gewissen und macht halt alles so nonchalant. Hörst du hier ein bisschen was? Okay, ja, Hübner wird jetzt in den Vertrag nicht verlängert. Aber selbst das war ja kein Drama. Hier wird kein Drama gemacht. Sommer, aus dem Maus, ciao, Kakao, alles schön, Händedruck, fester, warmer Händedruck, du kommst nochmal vorbei, bekommst eine Dauerkarte, dies, das, alles kein Problem. Ja. Genau dieser Weg muss jetzt in den nächsten Wochen bestritten werden, um den Fokus in der Bundesliga zu halten und nicht neben Kriegsschauplätze bewusste Spitzen gewinnen zu lassen. Das wollte ich nur ganz kurz sagen. Ja, ist ja ein wichtiger Punkt und das fängt ja jetzt dann auch so langsam dann einfach an. Von daher ist das auf jeden Fall gut, dass du das an der Stelle nochmal erwähnst. Lass uns mal auf die Aufstellung gucken. Was glauben wir denn, nachdem wir jetzt dann in der Abwehr zumindest ein bisschen umbauen müssen, wie die Aufstellung dann an der Stelle ist? Also das Offensichtlichste wäre ja wahrscheinlich, vermute ich jetzt mal, Hinteregger nach links und dafür dann in Hasebe zurückziehen. Oder was wäre so eure Herangehensweise an die Aufstellung? Ja, ist wahrscheinlich, also die Aufstellung würde ich tatsächlich so wählen, dass du am wenigsten Veränderungen vornimmst. Also, dass du diese Basis, die da besteht, einfach nicht so krass durcheinander bringst. Und ich glaube, das wäre wahrscheinlich die einfachste Variante. Wobei, ja, es ist sehr, sehr schwierig, muss ich sagen. Weil du halt, du kannst den Dicker nicht 1:1 ersetzen, ohne dass du halt hinterher dahin ziehst. Weil wir haben ja immer schon drüber gesprochen, dass Hütter gerne will, dass der Rechtsverteidiger einen rechten Fuß hat und der Linksverteidiger einen linken Fuß und Hinteregger ist der. Also du kannst jetzt nicht sagen, ich stelle Ilsanker dahin, dann hast du halt wieder zwei mit rechten Fuß. Ja. Deswegen ist wahrscheinlich tatsächlich die Lösung Hasebe, Hinteregger und Zuta. Oder du machst es halt, ja. Du hast halt sonst gerade keinen für die Innenverteidigung. Nee, es wird nicht anders gehen. Also ich glaube, es ist nur so die Möglichkeit, ne? Also Hasebe, ja, rückt rein, gehe ich fest von aus. Und dafür, dass Hasebe reinrückt, musst du dann halt sehen, wen du dann bringst. Aber dann hast du ja mit Rode. Dann würdest du Rode nehmen. Und so, ja, ist ja auch kein Problem. So kommt wieder zurück, hat er sich auch mehr als verdient. Ja. Dann hast du dann ist ja alles cool. Dann ist es ja so, ne? Die Frage, die ich mir halt stelle, was machen wir mit Touré? Spielt Touré wieder, der ja für mich auch ein ordentliches Spiel gemacht hat, oder lassen wir Durm, wenn er wieder fit ist, lassen wir den wieder spielen? Das sind also die Kleinigkeiten, ne? Weil Durm, muss man ehrlich sagen, hat sich spielerisch nicht rausgekegelt. Und ich weiß, liebe Grüße in den Chat, wir hatten ja letzte Woche so ein paar Diskussionen und ich
ich finde, Touré hat es gut gemacht. Ich habe auch gleichzeitig mit den letzten Tage, aber letzten Wochen auch nochmal so die spielerischen Werte und auch angeguckt, was Durm so gemacht hat. Es gibt halt jetzt aktuell keinen Grund, wenn wir sagen, dass Durm wieder fit ist, dass er nicht spielen sollte. Ja, ich fand auch, also tatsächlich auch, hätte bei mir Durm so ein bisschen die Nase nach, gerade vorne. Ich mag zwar Touré vom Spielertyp her mehr, aber ich finde irgendwie Durm ist gerade ein bisschen konstanter in seinen Leistungen. Ja, es kommt drauf an, wenn Durm fit ist, ich muss, ihr wisst, dass ich wahrscheinlich immer Touré stellen würde. Ja. Aber ich kann natürlich auch sehen, dass Durm in der besseren Form ist und für mich der Kicker für Durm tatsächlich ist, dass Touré beim gewissen Schnelligkeitsdefizite gegen Bayern hatte, wo ich gedacht habe, der kommt da gar nicht hinterher und das kannst du Durm halt nicht vorwerfen. Der ist schnell genug, um da zumindest Leute zuzustellen. Das sollte er vielleicht defensiv besser machen. Mhm. Am Ende ist es eine Position, wo es mir egal ist. Und das ist eigentlich auch ganz gut. Das ist jetzt beides nicht herausragend geil, aber es ist jetzt beides auch keine Katastrophe. Also egal, wer da spielt, werde nicht unruhig schlafen. Ich hätte eigentlich so ein bisschen das Gefühl, dass so ein Werder-Spiel gerade ein ganz gutes Spiel für Durm ist. Ja. Vielleicht auch, noch, dass er noch mal ein paar Akzente setzt. So ein bisschen eine gewisse Sauigkeit auch einfach mitbringt für so ein Spiel. Also ich würde, lass uns einfach Durm spielen lassen. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich etwas, womit wir alle... Kannst natürlich auch sagen, wenn du erwartest, dass Bremen sich eh hinten reinstellt, dann stellst du halt gleich Barco. Ja, könntest du auch machen. Ja, aber glaubt ihr wirklich, dass Bremen sich hinten reinstellt? Safe. Ja? Wissen, dass die sonst keine Chance haben. Wenn Bremen mitspielt, dann klatscht die Eintracht die 6-0 weg. Ja, auch wieder wahr. Ja, also ne, Bremen ist momentan, muss man sagen, ich habe die Spiele auch gerade angesprochen, halt von dieser, logischerweise, sonst würden sie nicht auf dem Platz stehen, also die Konstanz ist nicht da und ich finde halt diese, ich finde es ehrlich gesagt komplett irritierend, dass du einige Spieler hast, die momentan komplett ihre Form suchen. Ne? Rashica ist da echt ein krasses Beispiel, aber andere Spieler ja auch, die nicht an das Leistungsniveau, was die Bremer normalerweise haben könnten, rankommen. Und das ist schon irritierend. Und ich glaube deswegen nicht, dass die sagen, okay, ne, machen wir uns nichts draus, wir spielen wieder mit wieder, wie immer. Also ich glaube, dass die da defensiver zu Werke gehen, weil die wollen sich jetzt nach dem 0-4 jetzt auch nicht so viel erlauben. Ne? Ich meine, ne, die Woche zuvor gegen Freiburg war in Ordnung, unentschieden, kann man nichts sagen. Aber es ist momentan wenig Ausrufezeichen nach vorne. Klar, mit dem am 18. Spieltag war gut, dass die 1-4 gegen die Hertha gewonnen haben. Das war ein deutliches Ergebnis, aber ansonsten es flutscht noch nicht so hundertprozentig bei den Bremern, deswegen glaube ich nicht, dass die jetzt ein Offensivfeuerwerk abbrennen und sich eher zielgerichtet auf die defensiven Aufgaben verlassen. Ja, dann könntest du tatsächlich auch überlegen, Durm zu spielen, aber ich glaube trotzdem, Touré, nee, Quatsch, Barkok meine ich, mein Gott, jetzt komme ich schon total. Dings, nee. Ich glaube trotzdem, Durm wäre die offensichtlichste Variante an der Stelle. Ja, dann machen wir das doch so. Deckel drauf. Brauchen wir ja so lange über den sprechen. Ja. Ja, und dann die spannende Frage. Ihr hattet es vorhin schon kurz angedeutet. Ist es tatsächlich jetzt das erste Spiel mit Doppelspitze oder sind wir wieder mit den zwei Zehnern und einem Silva dann wahrscheinlich vorne drin unterwegs? Tja, das ist halt die Schwierigkeit. Ich muss echt sagen. Aber ich bin froh, dass du dich entscheiden musst. Habe ich gerade. Ja. Wirklich. Was wenn ich jetzt sagen würde, ich will Jovic und Silva, soll ich jetzt Younes oder Kamada, einen von beiden sagen, das war nichts gegen Bayern. Also. Ja, das ist halt auch so das Problem. Also klar kannst du immer an dem einen oder anderen was aussetzen und vielleicht magst du den Spielertyp nicht, aber irgendwie ist gerade keiner dabei, der sich so komplett ins Auskegelt. Nein, Kamada ist momentan, ne? Ich meine, wenn du überlegst, Kamada, ein Tor, eine Vorbereitung, ja, Younes dann mit dem wunderbaren Tor, spielbestimmend, spielentscheidend auch gewesen. Es gibt keine rationalen Gründe, einen von beiden momentan rauszulassen, außer zu sagen, okay, ich bin geil und habe einfach Bock darauf, dass, ja, keine Ahnung, Younes erstmal spielt und Jovic und Silva einfach, weil ich es mal ausprobieren will. Das kann der Trainer mal machen. Ich meine, es ist nicht so, als hätte Kamada gerade selten spielen. Er bekommt diese Einsatzzeit völlig zu Recht auch. Er drückt im Spiel seinen Stempel auch auf. Vielleicht sagt er, wir wollen es einfach mal probieren. Kann sein. Ich gebe da nur zu bedenken, Kamada ist halt kein Spieler, der im Endeffekt, den du gut einwechseln kannst. Ist so mein Gefühl. Ja. Da mag man mich auch kritisieren für vollkommen in Ordnung. Da ist halt kein Reinkommensspieler. Deswegen weiß ich es nicht genau. Aber ehrlich gesagt, ich hätte natürlich schon mal Bock auf so eine Doppelspitze. Ne? Ja, oder? Du gehst halt den kompletten All-In-Move, das hat Leon auch gerade im Chat geschrieben, und du lässt halt stattdessen einen Rode auf der Bank und spielst mit zwei Zehnern und zwei Stürmern und machst halt hier die Hütte komplett.
Das wäre allerdings. Das kann dir halt um die Ohren fliegen. Das kann dir halt, um die Ohren fliegen, wenn du dann gegen Bremen nur 2-2 spielst. Dann sagt jeder, ob der Andreas jetzt durchdreht, aber René und ich verrat's niemandem, ich würde es safe gerne sehen. Also stell dir das vor. Stell dir diese Aufstellung vor. Einfach zu sagen, komm, scheiß drauf, wir spielen. Ja, mach da, du musst halt zu den Spielern wirklich sagen, Leute, das ist ein Angebot von mir an euch. Ihr müsst jetzt hier aber alle mitmachen. Also da kannst du wirklich, wenn du jetzt, sagen wir mal, wir machen mal eine Freak-Aufstellung. Wir sind hier bei Wünsch dir was und wir wollen, dass die Bremen wirklich, dass die Bremen großen Schaden zufügen. Dann hast du eine Abwehr mit Hasebe, Hinteregger und Tuta. Du hast links Kostic, rechts Barkok, So alleine auf der 6, Younes, Kamada und Silva und Jovic. Ja, gute Nacht, Marie. Das ist wahrscheinlich. Also, wenn ich Abwehrspieler bei Werder Bremen wäre und die Aufstellung sehen würde, da würde ich aber direkt anrufen und sagen: Florian, ich bin krank, mir geht's nicht gut. Ja, vielleicht sollte man das einfach auch mal machen. Ich weiß nicht. Ja. Also, dass du einfach so Freak-Spieler hast, okay. Ja, okay, die Aufstellung habe ich also bei FIFA 21 probiert und da war die ganz gut. Das will ich auch mal einfach so testen. Aber ich würde alleine das Gesicht von Bremen, von Florian Kohfeldt zu sehen, würde ich gerne ein bisschen, wenn der dann die Aufstellung in die Hand gekriegt hat. Ach du Scheiße, wir müssen ihn nochmal umstellen, Alter. Und tritt Bremen praktisch ohne Stürmer an. Weil ich wollte gerade sagen, der wechselt Rashica aus und versucht einen zweiten Torwart irgendwie reinzumogeln, damit die zu zweit in der Hütte stehen. Das wird, alleine dafür wäre es ja fast schon lustig zu wissen, okay, Bremen muss kurz vorm Spiel die Aufstellung nochmal ändern. Weil die Eintracht komplett freidreht. Ja, das ist so ein Ding, das kannst du aber wirklich erst irgendwie 20 Minuten vor Anstoß, wenn die Aufstellung bekannt gegeben werden muss, das kannst du dann erst rausgeben. Alles ja, du andere kannst ja vorher. Auch so faken, du kannst ja dann auch so tun, als hätte Rode sich irgendwie 5 Minuten vom Spiel noch verletzt. Verletzt. Und dann tauschst du es noch schnell aus und Durm hat sich auch und der ist doch nicht fit. Ja. Und tauschst du und komm schnell Barkok und Jovic rein und dann. Das wäre sehr gut. Die Bremer heute mit einer stabilen Sechserkette. Sechserkette, 3 Mittelfeldspieler, 1 Stürmer. Es wär schon sehr lustig. Naja. Also ich meine, man kann mal rumspinnen, ich finde das auch ganz gut. Ey, keine Ahnung, wir entscheiden es nicht. Ich würde es tatsächlich einfach mal ganz gerne sehen. Ich will die Doppelspitze irgendwann mal, kann rationale Gründe zur Abwendung des Ganzen natürlich nachvollziehen. Aber irgendwann kann man es ja mal probieren. Vielleicht ist das Spiel gegen die Bremer ein ganz gutes. Ja, könnte tatsächlich sein. Ich lasse es jetzt mal hier in unserem Schaubild mit den 2 Zehnern und dem einen Stürmer stehen. Ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was wir an dieser Stelle weder entscheiden können, noch wirklich entscheiden wollen. Sagen wir es mal so, wir haben viele Optionen und es wird auf jeden Fall interessant. Nennen wir es mal so. Ja. Am Ende ist es so, ich sage das auch schon oft, dass die Leute es wahrscheinlich nicht mehr hören können, aber ich verweise hier immer wieder darauf, dass es nicht selbstverständlich ist, dass wir als Eintracht Frankfurt Podcast über Eintracht Frankfurt sprechen und uns fast egal ist, wen der Trainer aufstellt, weil alles geil ist. Dass wir als Eintracht Frankfurt Podcast über die Eintracht reden, das ist schon selbstverständlich. Das Thema mit der Aufstellung nicht, ja, da gebe ich dir recht. Ja. Dann hätte ich jetzt gerne noch Ergebnistipps von euch und Basti darf anfangen. Boah, ja gut, ich weiß die Aufstellung nicht, deswegen kann ich keinen seriösen Tipp abgeben. Also mit der Aufstellung, die wir eben gewählt haben, würde die Eintracht 6-0 gewinnen. In der ersten Halbzeit. Also er kann sich bestimmt nicht mehr beschweren, dass wir am Ende in der ersten Halbzeit zu wenig Tore schießen. Ich sag, die Eintracht spielt nur 1-1. Tut mir leid, das ist so dieses, irgendwann muss das leider reißen, ich will vorbereitet sein. Okay. Marvin? Ach, komm, 3-1. Ich will nicht, dass das abreißt und wie krass wäre es, wenn wir es wirklich hinbekämen. Mit das muss man aber nochmal sagen. Wie krass wäre das, wenn die Eintracht jetzt auch noch in Bremen gewinnt? Ja, genau. Mhm. Ja, genau. Das ist halt. Also ich meine, ey, das ist nicht selbstverständlich. Also auch was wir halt so alle tun, aber es ist es nicht. Ne? Nein, das wäre ein krasses Ausrufezeichen. Ja. Einfach da jetzt wie selbstverständlich noch zu gewinnen. Und das dann an einem Freitagabend und dann halt wirklich einfach mit dieser ruhigen Haltung, sowohl als Fan als auch als Spieler, da zu sitzen, sich den Rest vom Spieltag anzugucken und zu sagen, so, wir haben vorgelegt, ja, jetzt seid ihr dran. Jetzt kommt ihr mal. Es ist also, ich will es mir gar nicht zu schön reden, weil genau das wäre krass, muss echt sagen, das wäre einfach richtig krass. Ich hoffe, dass es so kommt, aber
Ja, keine Ahnung. Also wenn das wirklich so passiert, dann wäre es das nächste ganz, ganz große Ausrufezeichen. Ich freue mich jetzt schon wie ein Schneekönig, dass wir zum allerersten Mal oder zum ersten Mal seit langer, langer Zeit nach 22 Spieltagen schon so safe den Klassenerhalt haben. Das war das Erste, wo ich mich richtig drüber gefreut habe. Und wenn wir das jetzt so weitertragen und wirklich nochmal gegen Bremen gewinnen, also Demut tut uns tatsächlich in dem Falle ganz gut, weil wenn wir nämlich sagen würden, ja, hau mal 6-0 weg, die ist das. Nein, das ist leider, Fußball ist leider komplexer. Aber die Chancen stehen gut und deswegen mein positiver 3-1-Tipp. Ich glaube tatsächlich, dass wir zu 0 spielen und gehe deswegen mit einem 2-0 für die Eintracht heraus. Insgesamt auch sehr positiv. Ja. Und ich kriege schon wieder Angst, wenn ich das lese und bedenke, dass dieser Höhenflug noch ein bisschen weitergeht, kriege ich immer mehr Angst vor dem Aufprall, der zwangsläufig irgendwann kommen wird. Ich habe vor dem Bayern-Spiel gesagt, das ist echt mal ein bisschen Wellness, weil man nicht irgendwie so diese Angst hat verspürt. Es ist jetzt erst Dienstag, aber ich bin jetzt schon angespannt, wenn ich an Freitag denke. Und selbst wenn wir nur unentschieden spielen, am Ende haben wir halt in dieser Saison nicht nur diese 42 Punkte, wir haben halt erst 2 Spiele in dieser Saison verloren. Das ist richtig. Es sind 2 Spiele, die verloren gegangen sind. Das ist wirklich mit Wolfsburg zusammen, das ist krass. Natürlich haben wir viele Unentschieden gespielt. Ja, aber so ist es. Es war der Entwicklungsschritt. Es war der Entwicklungsschritt, der uns alle, der mich, wie ihr nachlesen, nachhören und so weiter und so fort könnt, hat mich unzufrieden gemacht. Im Endeffekt muss ich aber sehen, ich sehe, wo es hingeführt hat. Und dann sage ich, okay, dann ist es doch geil. Und ja, es ist krass, 2 Niederlagen. Wir müssen uns irgendwann wieder an Niederlagen gewöhnen, hoffentlich nicht in dieser Regelmäßigkeit. Aber das ist schon geil. Ich freue mich einfach. Nehmen wir diese positiven Vibes, die Eintracht uns gerade macht, einfach mit, weil es tut gut. Ja, dann lass uns mal in Richtung unserer letzten Kategorien laufen. Habt ihr eine gute Tat? Nö, bis auf die Tatsache, dass wir sie ja benannt haben, die gute Tat von der Eintracht, finde ich, fällt mir jetzt nichts ein. Wenn ihr eine gute Tat selber machen wollt, dann könnt ihr gerne die Ferhat-Unwahr-Initiative unterstützen. Die setzen sich auch für Aufklärung, das ist eine Bildungsinitiative, die setzen sich für antirassistische Bildung ein, gerade im Rahmen, was in Hanau passiert ist, da kann man auf jeden Fall mal vorbeischauen. Die machen sehr, sehr viel und die sind wirklich sehr, sehr umsichtig und eine wichtige Initiative. Also vielleicht schaut ihr da einfach mal vorbei, wenn ihr selber eine gute Tat machen wollt. Das ist eine gute Idee. Ich hau das mal mit in die Show Notes. Genau, ich pack's ja gleich als Link rein. Sehr schön, vielen Dank. Ja, und dann kommen wir. Ich habe eine gute Tat, die kann man hier schon mal erwähnen. Ich weiß nicht, wer es bei Twitter mitgekriegt hat, dass der Tochter von unserem Freund, unserer Sendung, Christian Lossner, tatsächlich im DM einfach ein signiertes Hinteregger-Trikot geklaut wurde. Ja, ich hab's gelesen und ich habe nicht verstanden, wie das geht. Also wie kann einem denn im DM ein Trikot getauscht werden? Ja, sie hatte das ausgezogen, weil die warm war, dann lag das da irgendwo im Korb und dann hat das einer einfach da rausgenommen. Was gibt's denn für unmögliche Menschen, bitteschön? Ja, ein Kindertrikot. Also wow. Also das musst du auch erstmal bringen. Ja. Weil das musst du auch mitkriegen und du weißt ja dann auch, dass das jemand gehört und dann da rausgehen und dann vorm DM steht dann halt der Vater mit seiner Tochter, die völlig in Tränen aufgelöst ist und dieses Trikot weg ist, wo halt eine Unterschrift drauf ist für Maya, bla bla. Also das ist schon wirklich an der Grenze von Dingen, die man noch nachvollziehen kann, dass das so jemand was macht. Ja, aber als Hinti das dann erfahren hat, fand er das natürlich auch krass und hat ihr, haben wir heute organisiert, dass sie das Spiel, was Hinteregger gegen Bayern getragen hat, auch mit derselben Unterschrift wie auf dem anderen Trikot. Geil. Konnten wir das der Kleinen übergeben und ihr könnt euch gleich vorstellen, dass die sich sehr, sehr, sehr gefreut hat über diese Aktion. Und das ist halt auch, ja, beschreibt Martin Hinteregger, glaube ich, ganz geil, dass er für solche Sachen auch Zeit sich nimmt und das halt einfach macht. Ehrenhinti, tatsächlich Ehrenhinti. Ja, definitiv. Also ich fand das ja auch ganz großartig generell, dass er so Dinge ja nicht nur irgendwie sagt, sondern dann halt einfach auch macht. Ja, also dieses Bild mit dem, wo er den Kasten Bier da am Wochenende reinträgt, ist ja auch... Okay. Ja, also ja. Ich weiß nicht mehr, wer es war, aber irgendwer hatte so schön auf Twitter geschrieben, so von wegen, man kriegt Hinteregger aus der Kreisliga raus, aber man kriegt die Kreisliga nicht aus Hinteregger raus. Das fand ich jetzt ganz gut zusammengefasst. Einfach sagen so, komm, wir müssen mal wieder irgendwie zusammensitzen und hier einfach mal Spaß haben und reden.
ich hole jetzt mal einen Kasten Bier und dann lass mal feiern. Ja, ist doch geil. Das ist halt ja, diese Authentizität, die du halt auch brauchst und trotzdem halt immer noch diese Fannähe. Also insofern, ja, schöne Sache, Basti. Gut, dass du es erwähnst, ja, weil, dass man das dann auch in so einer engen zeitlichen Abfolge, ich meine, wir haben heute Dienstag, dass das schon wieder ersetzt wird, da kann sich die Kleine auf jeden Fall freuen. Geile Nummer. Ja. Und derjenige, der das Trikot geklaut hat, dem sollen bis zu an sein Lebensende beim Händewaschen die Ärmel runterrutschen, bitteschön. Das ist ja, ich merke hier schon, das ist eine politisch korrekte Beschimpfung hier. Ja, aber ist dir das schon mal passiert? Weißt du, wie hätte, das ist, wenn du den ganzen Tag mit so nassen Ärmeln da rumrennen musst, weil du beim Händewaschen runterrutschen? Das ich wünsche dem Herrn andere Dinge. Das überlasse ich dir, das darfst du auch gerne haben, das ist dein gutes Recht. Sehr gut. Ich finde, das ist schon schwer genug. Naja. Gut. Ja, super. Weißt du was, er soll sich das neue Tim Tölke-Buch bestellen. Das ultimative RB Leipzig-Fanbuch. Vielleicht wäre das eine korrekte Bestrafung. Das habe ich gerade so mitbekommen. Tim Tölke, Sprecher, Stadionsprecher. Ich wollte gerade sagen, ist es nicht der Typ, der da irgendwie hier wie von der Tarantel gestochen da rumhüpft und irgendwie Spielernamen brüllt? Ja. Genau! Und Basti! Ich bin mir ziemlich sicher, dass Basti das bei Gelegenheit liest und uns dann berichten kann. Nee, wir lassen das von Klaas Rehse komplett bei 93 vorlesen. Großartig. Ist das hinter der Paywall oder komme ich da so ran? Dann schauen wir dann mal. Oh, coming soon. Okay. Coming soon. Gut, dann haben wir die gute Tat auch. Und dann haben wir doch, glaube ich, noch Empfehlungen. Und da taucht doch der Hinteregger auch wieder auf, ne Basti? Ja, ich habe gedacht, wenn er schon so geile Sachen macht, können wir ihn auch zu Österreichs Fußballer des Jahres, zumindest, glaube ich, von so einer Zeitschrift da wählen. Er ist aktuell auf Platz 3, es fehlen glaube ich nicht mehr, es fehlen noch 3000 Stimmen. Die Wahl geht glaube ich noch bis Ende Februar. Ich glaube, dass wir hier zumindest eine Community haben, die anders als bei 93. Bei 93 habe ich es auch schon mal gesagt, ja, da wurde das auch von den ganzen Union-Fans gehijackt, die dann Christopher Trimmel gewählt haben. Warum? Ja, und deswegen sage ich es da nicht mehr, ich sage es jetzt noch hier. Ich hoffe, dass sie hier nicht zuhören. Auf jeden Fall glaube ich, dass Martin Hinteregger das tatsächlich bei aller Sympathie, die man für ihn hat, auch so verdient hätte. Der hat eine krasse Entwicklung genommen, auch als Fußballspieler, auch innerhalb des Platzes, nicht nur außerhalb. Ja. Ich glaube, er würde sich darüber freuen und das ist nicht so schwierig. Wir haben den Link in den Shownotes, da muss man einmal draufklicken, man kann dreimal am Tag abstimmen, komischerweise, und kann da einfach seinen Namen eintippen und dann glaube ich schon, dass wir hier in unserer kleinen Community diese 3000 Stimmen aufholen sollten. Ja, also 3000 Stimmen ist ja echt, also das sollte ja... Wer ist denn vor ihm? Kann man das irgendwo sehen? Gibt es da irgendwo die Zahlen? Warte, ich sag's euch gleich. Mir wurde es bei WhatsApp von einem Familienmitglied von Herrn Hinteregger geschickt. Ich guck gleich mal rein. Naja, wir sind doch hier ein Live-Podcast auch. Dann kann man live auch mal nachschauen, was es da so gibt. Ja? Ich glaube, das ist natürlich... Ach toll, jetzt kann ich es nicht lesen, weil der Herr, der mir das geschickt hat, hat mir das falsch rumgeschickt. Muss ich das alles abspeichern und drehen, weil dein Handy sich sonst mitdreht. Aber ihr könnt gerne weiterreden. Krone, ne? War das Krone, ja, das ne? ist bei der Krone, Krone genau, die Zeitung. Genau. Krone Fußballer des Jahres, ne? Genau, ich hänge den Link in die Shownotes und dann könnt ihr da abstimmen. Also dreimal am Tag, stellt euch halt einfach einen Wecker, dreimal am Tag, morgens, mittags, abends und dann klickt ihr da drauf und klickt da Hinteregger. Also 3000 Stimmen, liebe Leute. Das ist ja eine schlimme, ist eine schlimme Welt. Ich sehe es hier nicht genau, es ist irgendeiner vom LASK und irgendeiner vom Wolfsberger AC, Lienhoff und Trauner, keine Ahnung, auf jeden Fall. Das ist also es ist vollkommen egal, liebe Hörerinnen und Hörer, die 3000 haben wir hier locker zusammen, Hausaufgabe für die Woche, dreimal am Tag dahin gehen, abstimmen, also das müssen wir ja wohl irgendwie hinkriegen. Das denke ich auch. Da zweifle ich sehr an euch, liebe Leute, wenn ihr das nicht schafft. So, ich gucke jetzt nochmal, ja, was heißt denn hier? Ich will kein Glücksspiel. Das ist ja auch eine fürchterliche Webseite. Das ist ja der absolute Hölle. Was erwartest du? Das ist quasi die Bild-Zeitung Österreichs. Ja, du hast recht. Das ist nicht nur der Ryder Cup der Damen, das ist die Bild-Zeitung Österreichs. Der Ryder Cup? Das Solheim Cup? Was quasi. Ist das Solheim Cup? Oh Gott. Ja. Ey. Naja, gut. Gut, also Hausaufgabe für euch. Ansonsten, was haben wir noch an der Empfehlung? Habe ich. Ja gut, ich habe tatsächlich einfach nochmal reingehangen, die Doku, über die ich letzte Woche schon mal gesprochen habe, nochmal zu Hanau und ihre Folgen. Kann man tatsächlich nicht oft genug sagen, weil, wie gesagt, wirklich sehr lohnenswerte Doku, wie gesagt, von Kollegen, Kolleginnen gemacht.
Lohnt sich. Genau, ansonsten haben wir irgendwas Fröhlicheres. Das ist natürlich eine schwierige Frage. Ich habe nicht unbedingt was Fröhlicheres. Ich fand allerdings, ich weiß, ich erwähne es zu oft, aber hier die Kollegen von 93, wo ja Basti heute auch hier anwesend ist, den Teil, den ihr gemacht habt zu dem Thema Finanzierung. Mit dem Herrn, ich habe den Namen schon wieder vergessen, hilf mir doch gerade. Florian Hohmann von der Universität Sankt Gallen. Oder St. Gallen. Ja, St. Gallen, genau. Der hat nämlich mal eine Studie gemacht zu der Finanzierung oder Finanzkraft der verschiedensten Bundesliga-Vereine oder generell im Fußball vor Corona, wie so dieser Eigenkapitalanteil war und bei welchen Vereinen man sich da Gedanken machen muss. Und es wird ein bisschen zahlenmäßig, aber ich fand es trotzdem sehr interessant, da einfach mal so einen Einblick zu bekommen. Weiter habe ich die Folge noch nicht gehört, aber den Teil könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal anhören. Leider gibt es keine Kapitelmarken, deswegen müsst ihr da irgendwie halt hinspulen, aber das schafft ihr, glaube ich, auch. Ich stelle mal diesen Feature-Request an Axel, er soll da mal Kapitelmarken reinbasteln. Schauen wir mal. Ja, passiert nicht, ist mir auch klar. Fromme Wünsche. Ja. Gut. Ja, nee, ansonsten, wie gesagt, keine Tipps mehr. Morgen haben wir eine Sonderfolge bei Fußball 2000, die kann ich jetzt schon empfehlen. Oha, was ist das Thema? Haben wir einen Gast, auch so die Zeiten, wie gehen Fans und die aktive Fanszene mit diesen schwierigen Zeiten ohne Stadionbesuch um? Ich glaube, ja. Das lohnt sich auch. Das glaube ich auch. Super. Ansonsten habe ich nichts mehr und ich freue mich einfach, dass wir vielleicht auch sogar das nächste Spiel erfolgreich gestalten und dann auch weiter so erfreut hier unterwegs sein dürfen. So ist es. So ist es. Da würde ich sagen, verschwenden wir hier gar nicht viel mehr Worte, sondern machen dann jetzt hier tatsächlich den Sack zu. Wir wünschen euch da draußen eine wunderbare Restwoche. Hausaufgabe habt ihr ja bekommen, stimmt für Martin Hinteregger bei der Wahl zu Österreichs Fußballer des Jahres 2020 ab. Link findet ihr in den Shownotes. Ansonsten freuen wir uns auf ein wunderschönes Fußballwochenende, in das wir entspannt reinstarten werden, nachdem die Eintracht hoffentlich gegen Bremen am Freitag oder sehr wahrscheinlich gegen Bremen am Freitag gewonnen hat und melden uns dann in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschö. Hey! 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 Hey!